Rekordwerte, knappe PCR-Tests, schleppender Fortschritt bei den Impfungen. Die Corona-Lage in Deutschland. Wegweisendes Urteil in Koblenz. Lebenslang für syrischen Folterer. Unsolide, uneuropäisch. Scharfe Kritik an Dänemarks neuem Migrationsgesetz im Europäischen Parlament. Training gegen den Frust in Melbourne. Djokovic Teilnahme an Australian Open steht weiter in den Sternen. Deutschland verzeichnet in der Corona-Pandemie derzeit Rekorde bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen. Am höchsten sind die 7-Tage-Inzidenzen derzeit in Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein und Hamburg. In der Hauptstadt warnte die Gesundheitssenatorin, dass es nicht ausreichend PCR-Tests gebe. Der Vorsitzende der akkreditierten Labore in der Medizin sagte, angesichts knapper Kapazitäten sollten zuerst prioritäre Personen mit diesen Tests überprüft werden. Auch aus der Politik gab es Forderungen, etwa Schwerkranke oder Personal in kritischer Infrastruktur zu bevorzugen. Unterdessen warb Gesundheitsminister Karl Lauterbach erneut für die Auffrischungsimpfung. So könne die Omikron-Welle abgeschwächt und die gute Gesundheitsversorgung sichergestellt werden. Das Ziel der 80%-Quote bei den Erstimpfungen bis Ende Januar drohe zu scheitern, so Lauterbach gegenüber dem Nachrichtenportal The Pioneer. Knapp 75% der Deutschen haben bisher eine Dosis erhalten. Dem Intensivregister zufolge ist die Mehrheit der Menschen, die wegen Covid-19 in Intensivstationen aufgenommen werden, ungeimpft. Auch Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sollten sich boostern lassen, so die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Für jüngere Kinder empfehlen die ExpertInnen die Corona-Impfung allgemein bisher nur bei Vorerkrankungen. Impfbanane. Findest du das cool? In Frankreich liegt die 7-Tage-Inzidenz bei fast 3000. Da erstaunt es kaum, dass Paris die strengen Regeln für die Einreise aus Großbritannien gelockert hat. Dort ist die Inzidenz etwa halb so hoch. Weiterhin sind ein weniger als 24 Stunden alter negativer Test notwendig und Ankommende müssen 10 Tage in Quarantäne. In England wird die Quarantäne für positiv getestete Personen jetzt auf 5 Tage verkürzt. Damit will die Regierung die negativen Folgen der Omikron-Welle auf die Wirtschaft eindämmen. Der britische Gesundheitsminister erklärte, nach sorgfältiger Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, die Mindestdauer der Selbstisolierung in England auf 5 volle Tage zu reduzieren. Ab Montag können 2-mal negativ Getestete die Isolation zu Beginn des 6. Tages verlassen. Ungarn bereitet Boosterimpfungen mit einer 4. Dosis vor. Diese soll nicht verpflichtend sein und könnte im Prinzip 4 bis 5 Monate nach der 3. Impfung verabreicht werden, falls sich ihre Wirksamkeit in Studien bewahrheitet. Internationale Aufmerksamkeit für das Oberlandesgericht in Koblenz. Hier ist ein ehemaliger Offizier des syrischen Geheimdienstes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Anwar R. als Vernehmungschef in einem Gefängnis in Damaskus 2011 und 2012 für die Folter von 4000 Menschen verantwortlich war. Genugtuung bei Folteropfern, von denen einige als Nebenkläger auftraten. Ich bin erleichtert, obwohl ich die schrecklichen Erlebnisse noch einmal durchleben musste. Aber zumindest hat das jetzt etwas bewirkt. Now in a meaningful way. Anwar R. war in Deutschland von Folteropfern erkannt und 2019 in Berlin festgenommen worden. Er bezeichnete sich als unschuldig. Der Fall gilt als wegweisend, da es das erste Urteil zu Straffolter in Syrien war. Ich bin sehr glücklich, denn das ist ein Sieg für die Justiz und für die Opfer, diejenigen, die hierher kommen konnten und diejenigen, die nicht kommen konnten. It's victory for victims here who can come and for the victims who couldn't. In dem seit über 10 Jahren dauernden Bürgerkrieg infolge der Proteste gegen die Assad-Regierung wurden laut Oppositionellen Zehntausende Menschen durch Folter in syrischen Gefängnissen getötet. Gegen europäische Werte.
Diesen Worten beschreiben Abgeordnete des Europäischen Parlaments das neue Migrationsgesetz der sozialdemokratischen Regierung in Dänemark. Das Gesetz sieht vor, Asylsuchende in Partnerländer außerhalb der EU zu schicken, während ihr Fall geprüft wird. Die Regelung ist noch nicht in Kraft, da Dänemark bislang keinen Partner gefunden hat. Der dänische Migrationsminister, der selbst Sohn eines äthiopischen Flüchtlings ist, erklärte bei seinem Besuch im Europaparlament, das Land könne mit zu hohen Integrationsproblemen nicht umgehen. Es sei wichtig, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erhalten. Deshalb müsse dafür gesorgt werden, dass die Migration unter Kontrolle bleibe. Dänemark sei ein offenes Land, das jedes Jahr Tausende von Menschen Aufenthaltserlaubnisse erteile. Menschen, die nach Dänemark kämen, um zu arbeiten, zu studieren, als Familien zusammenführen. Dennoch sei das Asylbewerbersystem kaputt. Die Regierung in Kopenhagen suche nach einem Weg, sich der Verantwortung zu entziehen, meint die Grünen-Abgeordnete Tineke Strik. Dänemark nehme nur einen kleinen Prozentsatz der Flüchtlinge auf. Die Regierung sage, sie wolle die Solidarität stärken, umgehe aber praktisch jede Verantwortung für Dänemark. Gleichzeitig entzieht Dänemark syrischen Flüchtlingen die Aufenthaltserlaubnis mit dem Argument, dass die Rückkehr nach Syrien sicher sei. Tatsache sei, dass diese Leute nicht zurückkehren würden, weil sie eben nicht fühlten, dass ihr Heimatland sicher sei, so die dänische Christdemokratin Karen Melchior. Stattdessen würden sie jahrelang in Dänemark festsitzen oder in andere EU-Staaten gehen, die ihnen Asyl böten. Der Vorschlag wurde nur von der extremen Rechten begrüßt, während die EVP sagte, sie habe gemischte Gefühle. Die linken Parteien lehnen die dänische Regelung ab. Die Regierung in Kopenhagen deute an, dass ihre Politik eigentlich nicht zu verteidigen sei, sagt die schwedische Linksabgeordnete Malin Björk. Die Debatte habe gezeigt, dass das neue Gesetz nicht solide sei. Auch die UNO und die EU-Kommission hatten vor einer Anwendung des dänischen Gesetzes gewarnt. Die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 hat am Donnerstag die Beratungen der EU-Verteidigungsminister im französischen Brest beherrscht. Dabei wurden erneut große Meinungsunterschiede unter den Teilnehmern deutlich. Die deutsche Ressortchefin Christine Lambrecht hatte vor einem direkten Zusammenhang zwischen der Pipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland transportieren soll, und dem aktuellen Streit mit Moskau über die Ukraine gewarnt. Daraufhin ging EU-Außenbeauftragter Josep Borrell auf Distanz zur Berliner Regierung. This is not an infrastructure that we consider it priority. Die Pipeline habe keine Priorität, zumal sie nicht zur Energieautonomie Europas beitrage, so Borrell. Natürlich sei die Zustimmung zur Pipeline abhängig vom weiteren Verhalten Moskaus gegenüber der Ukraine. Es sei nicht vorstellbar, einerseits Sanktionen gegenüber Russland zu verhängen und gleichzeitig diese neue Pipeline zu eröffnen. Nord Stream 2 stehe ganz klar mit der militärischen Situation in der Ukraine in Verbindung. And on the other hand, to open an infrastructure. It's certainly linked to the military situation in Ukraine, it's obvious. Borrell fügte hinzu, dass im Falle einer Deeskalierung der Ukraine-Krise die Entscheidung zur Öffnung der Pipeline in den Händen deutscher und europäischer Regulierungsbehörden liege. Derzeit finden diplomatische Gespräche mit Russland statt, um zu einer Lösung der Ukraine-Krise zu kommen. Russland hat auf seiner Seite der Grenze etwa 100.000 Soldaten in Stellung gebracht. Sein erster Gegner bei den Australian Open steht bereits fest. Doch ob Novak Djokovic tatsächlich die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen kann, bleibt unklar. Der australische Regierungschef Scott Morrison bestätigte, das Schicksal des 34-jährigen Serben liege einzig und allein in Händen von Einwanderungsminister Alex Hawke. Es handele sich um ministerielle Vollmachten, von denen Hawke Gebrauch machen könne. Hawke könnte sich bewusst Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen, die juristisch einem zu erwartenden Einspruch der Djokovic-Seite standhält. Oder aber er spielt auf Zeit. Weil das Turnier am Montag beginnt, liefe den Anwälten des Weltranglisten-Ersten schnell die Zeit für Maßnahmen davon. Brisant bleibt der Fall des Impfverweigerers Djokovic auch dadurch, dass im Staat Victoria, in dem Melbourne liegt, die Corona-Infektionszahlen geradezu explodieren.
Großzügigkeit gegenüber Formfehlern in Einreiseanträgen könnte daher auf wenig Verständnis stoßen. Сегодня хочу объявить, что мы меняем бренд Международной ассоциации бокса. Meet the updated International Boxing Association, IBA, and our new logo. Я верю, что у IBA большое будущее, которого мы можем достичь в союзе и согласии. Bueno, Rosita, ¿te saques? Pero sí. Wegweisendes Urteil in Koblenz. Lebenslang für syrischen Folterer. In der Omikron-Welle erleichtert Frankreich die Einreise aus Großbritannien und Ungarn bereitet Impfungen mit der vierten Dosis vor. Landesweiter Streik der Lehrkräfte in Frankreich. Protest gegen Corona-Politik, Umsetzung der Regelwerke und Überforderung. Internationale Aufmerksamkeit für das Oberlandesgericht in Koblenz. Hier ist ein ehemaliger Offizier des syrischen Geheimdienstes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Anwar R. als Vernehmungschef in einem Gefängnis in Damaskus 2011 und 2012 für die Folter von 4000 Menschen verantwortlich war. Genugtuung bei Folteropfern, von denen einige als Nebenkläger auftraten.
Ich bin erleichtert, obwohl ich die schrecklichen Erlebnisse noch einmal durchleben musste. Aber zumindest hat das jetzt etwas bewirkt. Now in a meaningful way. Anwar R. war in Deutschland von Folteropfern erkannt und 2019 in Berlin festgenommen worden. Er bezeichnete sich als unschuldig. Der Fall gilt als wegweisend, da es das erste Urteil zu Straffolter in Syrien war. Ich bin sehr glücklich, denn das ist ein Sieg für die Justiz und für die Opfer. Diejenigen, die hierher kommen konnten und diejenigen, die nicht kommen konnten. It's victory for victims here who can come and for the victims who couldn't. In dem seit über 10 Jahren dauernden Bürgerkrieg infolge der Proteste gegen die Assad-Regierung wurden laut Oppositionellen Zehntausende Menschen durch Folter in syrischen Gefängnissen getötet. In Frankreich liegt die 7-Tage-Inzidenz bei fast 3000. Da erstaunt es kaum, dass Paris die strengen Regeln für die Einreise aus Großbritannien gelockert hat. Dort ist die Inzidenz etwa halb so hoch. Weiterhin sind ein weniger als 24 Stunden alter negativer Test notwendig und Ankommende müssen 10 Tage in Quarantäne. In England wird die Quarantäne für positiv getestete Personen jetzt auf 5 Tage verkürzt. Damit will die Regierung die negativen Folgen der Omikron-Welle auf die Wirtschaft eindämmen. Der britische Gesundheitsminister erklärte, nach sorgfältiger Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, die Mindestdauer der Selbstisolierung in England auf 5 volle Tage zu reduzieren. Ab Montag können 2-mal negativ Getestete die Isolation zu Beginn des 6. Tages verlassen. Ungarn bereitet Boosterimpfungen mit einer 4. Dosis vor. Diese soll nicht verpflichtend sein und könnte im Prinzip 4 bis 5 Monate nach der 3. Impfung verabreicht werden, falls sich ihre Wirksamkeit in Studien bewahrheitet. In ganz Frankreich haben Lehrerinnen und Lehrer an diesem Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Damit protestierten sie gegen die Corona-Politik und sich ständig ändernde Regeln für Schulen. Nach Angaben des Bildungsministeriums beteiligten sich landesweit 38,5% aller Lehrkräfte. Die Gewerkschaften sprachen von einer Beteiligung zwischen 62% und 75%. Wir haben einfach die Nase voll von der Art und Weise, wie die Ankündigungen von der Regierung gemacht werden. Das Sanitätsprotokoll ist eine Sache, aber im Allgemeinen ist es wirklich die Art und Weise, wie die Ankündigungen gemacht werden und wie wir von der Regierung behandelt werden. Gewerkschaften kritisierten, die Corona-Regeln würden oft sehr kurzfristig geändert und lediglich über Medien bekannt gegeben. Das Personal sei schlecht geschützt und nach 20 Monaten Corona-Krise erschöpft. Die Regierung hatte unlängst die strengen Regeln für den Fall von Einzelinfektionen gelockert und ein abgestuftes, auf Selbsttestungen basierendes Verfahren eingeführt. Schulleitende beklagen jetzt einen enormen Organisationsaufwand. Regierungssprecher Gabriel Attal räumte ein, dass in den vergangenen Tagen nicht alles rund gelaufen sei mit den neuen Bestimmungen. Er verteidigte diese aber mit dem Hinweis, aktuell seien nur 2% der Schulklassen geschlossen. Eine Woche nach der Verlegung ausländischer Truppen in die von blutigen Unruhen erschütterte Ex-Sowjetrepublik Kasachstan hat der Abzug der Soldaten begonnen. Der zuständige General bedankte sich bei den Männern. In kürzester Zeit konntet ihr die Sicherheit der Bürger gewährleisten, bei der Stabilisierung der Lage helfen und zum reibungslosen Funktionieren des täglichen Lebens beitragen. Es gab an die 200 Tote, mehr als 10.000 Festnahmen und hunderte Verletzte. Die Soldaten kamen neben Russland aus Belarus, Armenien, Tadschikistan und Kirgisistan und sollten bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung helfen. In Kasachstan hatte es Anfang des Monats zunächst Proteste gegen eine Verdopplung der Preise für Gas gegeben. Die Demonstrationen schlugen nach wenigen Tagen in Gewalt um. Die Rückverlegung der Soldaten soll 10 Tage dauern. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums erfolgt sie in enger Abstimmung mit der kasachischen Seite. Die EU-Kommission hat die geplante Fusion zwischen den Werftsparten der südkoreanischen Konzerne Daewoo und Hyundai untersagt.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erläuterte, der Zusammenschluss der Firmen hätte zu einer Vorherrschaft auf dem Weltmarkt für den Bau großer Flüssiggastanker geführt. Auf diese Tanker seien europäische Transportunternehmen angewiesen. Folgen der Fusion wären höhere Preise und weniger Wettbewerb. About a quarter. Etwa ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs der EU entfällt auf Erdgas, das größtenteils importiert wird, auch in flüssiger Form. Das Produkt, das im Mittelpunkt der heutigen Entscheidung steht, ist ein wesentlicher Bestandteil der Flüssiggaslieferkette, da große Flüssiggastanker ihre Ladung aus verschiedenen Fördergebieten nach Europa bringen. Bereits 2019 hatte die EU-Kommission ihre Bedenken geäußert. Gegenmaßnahmen der Südkoreaner seien ausgeblieben, sagte Vestager. Hyundai und Daewoo kritisierten die Fokussierung auf den Marktanteil. Dieser allein sei kein angemessener Indikator für die Marktmacht. Granatäpfel gelten als Wunderwaffe für Immunabwehr, Herz und Gefäße, besonders in Pandemiezeiten. Für den deutschen Markt kommen die Granatäpfel aus dem Mittelmeerraum, hauptsächlich aus Spanien und der Türkei. Die Hauptsaison liegt zwischen September und Dezember. Granatäpfel aus der Türkei kann man bis in den frühen Februar hineinkaufen. Trotz eines Ernterückgangs stiegen die Exporte im vergangenen Jahr um fast 20% auf nahezu 180.000 Tonnen. Neue Plantagen entstehen im Westen des Landes, in der Nähe von Izmir, wo schon 4 von 10 türkischen Granatäpfeln herkommen. Der Präsident der Vereinigung der westtürkischen Exporteure von frischem Obst und Gemüse: In diesem Jahr gibt es einen deutlichen Anstieg des Exportstückpreises. Uns freut das. Der Ertrag ist letztes Jahr aufgrund der Kälte während der Blütezeit der Bäume zurückgegangen. Wir hoffen, dass 2022 ein besseres Jahr wird, was den Ertrag angeht. Ein Wermutstropfen: Im Dezember hat der russische Aufpasser der Regierung für Verbraucherrechte 10.000 Tonnen türkischer Granatäpfel an der Grenze gestoppt, wegen Spuren verbotener Pestizide. Bombardiertes Rebellengebiet, 3/4 der Bewohner auf Hilfslieferungen angewiesen. Aber es gibt auch ein anderes Idlib im Nordwesten Syriens. An den Schnellstraßen drängen sich Stände aller möglichen Größen und Farben. Sie locken die Reisenden mit Tees, Cafés und Snacks. Die mit Abstand beliebteste Wahl ist ein üppiger, milchiger Cappuccino, der Besitzer eines Espresso-Stands. Zuerst, als ich das erste Mal einen Cappuccino mit Milch gemacht habe, waren die Leute überrascht. Dann kamen sie extra zu mir und fragen jetzt direkt danach. Die vielen Toppings haben die Tasse Instant Cappuccino zu einer besonderen Leckerei gemacht, die es nur in Idlib gibt. Ich mache den Cappuccino mit Milch sehr gerne und füge gerne mehr Toppings dazu. Da gibt es Kokosnuss, dazu Kekse, Pistazien, Cashewnüsse, auch Schokolade und Honig. Und kein Cappuccino gleicht dem anderen, da jeder Stand versucht, dem Heißgetränk seine eigene unverwechselbare Note zu geben. Im Wettbewerb geht es um das Aussehen der Tasse, die Konsistenz der Zutaten und den Geschmack. Die Toppings gleichen sich und variieren je nach Geschmack des Käufers. Für uns ist das Wichtigste der gute Geschmack von Cappuccino mit Milch, damit der Kunde zufrieden ist. Für den Kunden Mohammed ist der Cappuccino mit Milch ein köstlicher Nachtisch, den er erst vor 2 Jahren entdeckt hat. Cappuccino mit Milch ist ein leckeres Heißgetränk, eines der leckersten Getränke, die ich je in Idlib getrunken habe. Jeden Tag, wenn ich zum Beispiel auf die Schnellstraße fahre, halte ich am Stand, um mir einen Cappuccino zum Mitnehmen zu kaufen. Kann sein, dass Krieg und Armut die meisten Aspekte des Lebens der Syrer bestimmen, aber einige schaffen es immer noch, einen Moment der Erleichterung von der Not in einem der kleinen Luxusgüter des Lebens zu finden, einem bescheidenen, aber sehr geschätzten Café am Straßenrand.